Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich werde heute mal Björns Roller testen. Für die Leute, die Björn nicht können, das ist Björn. Was geht, Bro? Was geht? Du warst nicht auf diesem Kanal, aber auf dem anderen Kanal warst du, ne? Hauptkanal. Genau, auf dem Hauptkanal. Richtig, sehr geil. Ich darf viel Spaß auf jeden Fall. Ja, danke, Bro. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Also, Björn hat ein richtig cooles Setup. Um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, warum wir hier sind. Wir wollten gerade die Rampe testen, aber es ist viel zu windig, Leute. Deswegen werden wir auf jeden Fall mal runterfahren. Ich werde einfach jetzt mal, mal die Box damit springen. Boah, da muss man sich dran gewöhnen, an den Lenker, weil jeder Lenker ist ja ein bisschen schief. Meiner auch. Deswegen ist es für Björns nochmal anders. Oh yeah. Okay, also wir gehen auf jeden Fall mal rein. Ich mache hier nochmal Bright Flip drin. Sehr, sehr nice. Okay. Und wir gehen auf jeden Fall jetzt mal in die Skelette rein, weil es ist viel zu heiß hier draußen und es ist zu windig. Das heißt, wenn du oben fliegst über die Box, hast du keine Kontrolle und fliegst einfach ein bisschen nach rechts oder nach links. Deswegen gehen wir auf jeden Fall jetzt erstmal rein und testen diesen verdammt coolen Roller. Also wir sind jetzt in der Skatehalle. Es ist verdammt dunkel im Gegensatz zu gerade eben. Deswegen müssen wir auf jeden Fall mal ein bisschen Licht anmachen. Aber hier sind wir in der Sketchy Place, der Aschi-Skatehalle im Innenbereich. Ich mache jetzt erstmal das Licht an, damit wir natürlich auch ein bisschen was sehen können. Zack, zack. So, jetzt geht das Licht an hoffentlich. Perfekt. Und jetzt haben wir halt den Roller. Und ich möchte euch erstmal den Roller zeigen, weil wir haben auf jeden Fall hier ein paar coole Parts, die sonst eigentlich nicht so, sag ich mal, gekauft werden. Ich finde das richtig geil, das Setup. Also, wie wir sehen können, wir haben auf jeden Fall einen sehr bunten Roller. Also, blau auf jeden Fall sehr, sehr betont. Björn hat mir gerade erzählt, er hat neue Griffe aufgemacht, weil seine alten Griffe sind richtig kaputt gewesen. Die waren schwarz-blau, sah auch absolut wild aus. Auch Envy-Griffe. Und hier hat er jetzt neue, hat er sich geholt. Die hat er, glaube ich, einfach nur mal übrig gehabt und hat sie einfach mal schnell aufgemacht, damit er überhaupt fahren kann. Und zwar haben wir einfach bei einer blauen Reaper-Bar. Und ich finde, die sieht wirklich richtig, richtig geil aus. Matcht sogar hier zu der Halle. Also, ich finde die richtig cool. Wir haben hier noch eine Envy-Double-Clamp. Wir haben ein Pandemonium-Deck, was auch gekürzt worden ist, glaube ich. Aber ich weiß es nicht, doch kann sein. Und wir haben hier ein blaues Grip Tape von Core. Die blauen Core Wheels und eine Rainbow matchende mit der Clamp. Fork. Sieht sehr, sehr cool aus. Der Roller ist auch verdammt leicht. Ich wette, die meisten wissen von euch, wie leicht eine Reaper Bar ist und dazu ein Pandemonium Deck. Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich fahre auf jeden Fall mich hier ein bisschen ein. Wir springen auf jeden Fall von der Spine aus in das Step Up. Wir machen Boxtricks. Vielleicht versuche ich auch ein paar Flips damit. Mal schauen. Und bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Also ihr kommt wieder auf meinen Kopf und ich habe sehr Bock drauf auf dieses Video. So, wir sind auf jeden Fall jetzt hier in dem Bereich und ich möchte auf jeden Fall Parktricks machen, weil das ist natürlich auch ein Parkroller. Ich habe natürlich auch von Streetfahrern natürlich auch mal einen Roller getestet, wie von Danny. Da bin ich auf Street gefahren und bei Timon genauso. Okay. Also das Geile ist, die Lager sind sehr, sehr gut. Aber die Bremse, wenn man leicht gegenkommt, aber es beim Pandemonium Deck immer so, dann bremst das immer so ein bisschen. Boah, aber der Roller lässt sich verdammt nice fahren. Das ist immer noch nicht fest. Aber ist geil. Also für Park ist der wirklich richtig, richtig pervers. Nur wie gesagt, das mit der Bremse ist ein Pandemonium-Problem. Ne? Immer so, man muss wahrscheinlich einfach die Brake ein bisschen hochbiegen und dann geht das. Aber sonst finde ich den Roller richtig, richtig cool. Ich flow trotzdem noch mal ganz kurz so ein bisschen durch die Halle, was man so alles machen kann. So ein Double Whip hier. Ganz entspannt. Irgendwie tut mein Schienbein heute richtig weh. Ganz, ganz doll. Ich weiß nicht, was da los ist. Als hätte ich mich irgendwie verlegen oder irgendwas gegengeballert. Aber Leute, ihr könnt ja einfach mal in der Zeit mal kurz den Roller bewerten von 1 bis 10, wie ihr den Roller findet. Vom optischen her und von den Parts natürlich her. Weil ich finde den richtig, richtig geil. Ich würde auch so ein Setup tatsächlich fahren wollen. Aber ich habe jetzt mein Setup und damit bin ich auf jeden Fall sehr glücklich. Ach, gut. Jetzt auf jeden Fall mal ein paar Resi-Tricks. Habe ich auch Bock. Und hier Finger Rewind hätte ich Bock. Vielleicht so ein. Ja, 360, ich habe keine Ahnung. Ich lasse mir irgendwelche Tricks einfallen. Natürlich auf Overheads habe ich auch richtig Bock drauf. Okay, ich versuche jetzt mal diesen Heelfinger Rewind. Boah, Alter, war's denn richtig geil mit dem Lenker. Auch die Griffe sind geil. Boah, da könnte ich eigentlich noch ein Bass hinterklatschen. Alter, also Björn, ich bin dir wirklich ehrlich, ich finde den Lenker richtig geil. Ja, ich bin richtig verliebt in den Lenker und auch, dass er so schmal ist, sag ich mal. Also es geht, ne? Also so schmal ist er eigentlich nicht, aber es fühlt sich schmal an. Auf jeden Fall deutlich schmaler als deiner. Ja, ich wollte gerade sagen, der ist auf jeden Fall breiter. Ich finde den auch besser als die Reaper V3. Ich finde die auch richtig, richtig cool. Also den Lenker, der gefällt mir mega doll. Auch, dass er so ein bisschen Backsweep hat, das hat ja auch nicht der Lenker, dass er so ein bisschen nach hinten gebogen ist, aber das ist auch sehr, sehr cool. Also Barspins kannst du schnell damit drehen, fühlt sich verdammt gut an. Okay, jetzt machen wir aber nochmal weiter und zwar hier auf jeden Fall das Gap nochmal. Also hier Finger Rewind. Haben wir gemacht. Der hat sich sehr gut angefühlt. Boah, ich bin echt ein bisschen verliebt in das Setup, ne? Das finde ich sehr, sehr cool. Das Deck ist auch von der Länge gut. Meins ist ja auch ungefähr so kurz. Ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall mal ein paar Tricks über die Resi noch. Na, nee, wir machen einfach mal einen Heel Unless oder nee, einen Unless Late Whip vom Step Up, nee, beziehungsweise von der Spine in die Step Up Landung. Der wechselt jedes Mal. Ich habe keine Ahnung, was da los ist, aber übrigens, erster Link in der Videobeschreibung, könnt ihr euch gerne mal meine Kurse anschauen. Vom Anfänger bis zum Profi. Könnt ihr auf jeden Fall nice, guter Trick, oh Gottes Willen, lernen. Deswegen schaut auf jeden Fall da mal vorbei. Der war auch nice first try. Hier im Bryfield, die will. Okay, da habe ich nicht drüber nachgedacht, dass ich mich fast packen hätte können hier runter. Das wäre nicht so cool, aber einfach Ryflip hier Flyout gemacht. Jawohl, passt. Wie gesagt, gucke ich die Kurse gerne an, wenn ihr coole Scooter-Tricks lernen wollt. Ich mache natürlich auch Privattraining, weil viele gefragt haben. Könnt ihr einfach mal auf der Internetseite, erster Link in der Videobeschreibung, einfach mal abgucken. Angucken, meine Güte. Naja, gut, jetzt machen wir noch mal ein paar andere Tricks. Ich habe Bock auf so dieses Gap da hinten. Da hinten steht Nick.
und wir haben eine Wall zu Quarter. Da will ich mal ein paar Overhead-Tricks versuchen, wenn das geht. Habe ich noch nie mit meinem Roller versucht, deswegen versuchen wir es mit Björns direkt. Digga, ich bin sehr gespannt auf diesen Roller, ich habe da recht Bock drauf. Okay, damit wir uns erstmal auf dieses Gap einfahren, mache ich natürlich erstmal einen chilligen Barspin. Ja, okay, das Bock, das, das Gap ist geil. Dann machen wir jetzt erstmal vielleicht chillig Barwhip. Barwhip, ja. Barwhip 180 bin ich gar kein Fan von. Mal schauen, ob es geht. Danach vielleicht Bar-Bar, Bar-Rewinds, sowas halt. Okay, Barwhip ging auch. Sehr, sehr geil. Jetzt mal einen chilligen 540 hier drin. Nice. Also Barwhip geht auch. Das Gap ist cool für meine Richtung, weil ich ja regular fahre und ich goofy, sonst wäre das Oppo 180. Das geht klar. Ich habe da richtig Bock drauf. Jetzt versuchen wir mal Bar-Bars, Bar-Rewinds, Whip-Fronts, Umbrellas, sowas habe ich auch Bock. Und vielleicht kann man hier Lip-Side-Grinds machen. Auch sehr cool. Nächster Trick, machen wir mal Bar-Bar. Ich habe das Gefühl, ich kann mit seinem Roller besser Bars, also mit meinem. Vielleicht sollte ich auch mal auf den Lenker switchen. Ich finde, das sieht auch sehr, sehr cool aus. Obwohl es ein Alu-Bar ist. Okay, ja, der ging auch First Try. So, jetzt habe ich aber Bock auf irgendwelche Overhead-Tricks. Nicht nur Bar-Spins und so und Whips, ja genau, Whips. Ganz normal die Whips raus schallern. Nee, aber so Overhead, so Bright Whips machen wir mal. Wir machen mal vielleicht so Deck Grab Bright Whips. Das ist ja wie ein Step Down oder Step Up für eine Quarter. Deswegen ist es eigentlich ganz cool, da zu fahren. Man muss sich nur dran gewöhnen, weil halt eine Wall, bist ja fast 90 Grad da dran. Von da abspringen darfst halt nicht ins Bett ballern. Okay, ich versuche mal jetzt meinen ersten Overhead-Trick. Mal schauen, was ich mache. Also ich glaube, wir machen zum Einfahren erstmal einen Bright Flip hoch. Boah, du kannst da so geile Tricks hoch machen. Check, wie hoch ich den gecatcht habe. Man könnte theoretisch echt Bright to Bar machen. Oder halt so irgendwo Bryce oder so. Der ist auf jeden Fall sehr wild. Jetzt will ich auf jeden Fall mal einen Deckwrap Bright Whips versuchen. Ja, den mache ich auf jeden Fall mal hoch. Habe ich auch noch nie versucht. Bright Whip auch noch nicht. Also das, was ich alles gerade mache, habe ich noch nie versucht hoch, außer am Barspin hoch. Deswegen bin ich mal gespannt, ob das so klappt. Vielleicht sogar auch First Try. Oh ja, da habe ich den Griff nicht bekommen. Den Lenker besser gesagt. Sonst wäre der, glaube ich, sogar echt gewesen. Oh Junge, es ist so anstrengend. 30 Grad hier in der Skatehalle. Wirklich nicht für schwache Nerven. Ich muss so oft anhalten und chillen und was trinken. Aber gut, wir ziehen das durch. Ich habe Bock auf die Tricks und vor allem auf dem Roller. Teste ich den ja auch. Ich muss ihn ja komplett testen. Im Street brauche ich ihn, glaube ich, nicht viel testen. Das ist wie ein Parkroller halt, ne? Im Parkroller kann man natürlich nicht so geil Street fahren. Deswegen ist er halt auch nur für Park gedacht. Oh, ich kotze gleich. Ich kann nicht mehr reden. Okay, second try vom Deck Grip Bright Twist. Mal gucken, ob das geht. Und er geht klar. Nice, Alter. Also ey, das Gap macht Spaß. Das ist auf jeden Fall geil. Das sind jetzt auch Tricks, die ich eigentlich relativ safe kann. Deswegen, so Bright Butter kann man da glaube ich auch hoch machen tatsächlich, ne? Aber das will ich jetzt nicht mit seinem Roller machen, weil bevor ich irgendwas kaputt mache, ich mache lieber erstmal safe Tricks, die ich kann. Und dann gucken wir einfach mal, was man noch da hoch machen kann. Ich hätte auf jeden Fall auch Bock auf, vielleicht könnte man einen Umbrella schnell hoch machen. Ich weiß nicht, ob das klappt mit dem Roller, aber ey, wenn die anderen Tricks gehen, müsste der eigentlich auch klappen. Oh, der kam verdammt schnell rum. Der ging sehr, sehr gut klar. Alter, also Roller. Finde ich sehr, sehr, sehr gut. Also mir gefällt der. Hier haben wir auch noch mal ein cooles Gap und zwar so hier. To Wallride. Aber Björn, ich bin dir ehrlich, dein Roller ist sehr, sehr wild. Also mir gefällt der mega. Ich muss aber weiterfahren. Ich muss noch ein paar Tricks versuchen, die ich auch mit meinem Roller mache. Oh Gott, Whips sind anders. Whips sind ganz anders als bei mir. Aber da muss man sich einfach nur ein, zwei Mal dran gewöhnen, weil mein Deck ist viel kürzer, sogar ein bisschen kürzer als das von Björn. Ich versuche nochmal einen 540-Tap an der Quarter da hinten, also an der Holzbox. Mal gucken, ob das geht. Und immer stehen geblieben, ich verstehe es nicht. Ja, es funktioniert. Es funktioniert. Aber den jetzt zu machen, ist einfach unnötig, weil Balance-Tricks sind einfach, ja, schwer, aber halt auch nicht so einfach zu machen, so direkt. Okay, das haben wir auf jeden Fall. Alter. Mal gucken, was man auf jeden Fall da mal machen kann. So, wir sind jetzt drüben in der 180 Razy, haben das Cooping schon dran. Ja, ob ich mit dem Cooping fahren kann, das werden wir mal gleich rausfinden. Aber so ein paar Basic 180 Tricks mache ich auf jeden Fall, habe ich Bock drauf. Ob es jetzt krasse Tricks sind oder nicht, kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber ich werde auf jeden Fall ein paar coole Tricks machen. Okay, wir fangen einfach mal chillig an. Demo Prime 180. Den haben wir auch. Nice, der ist sehr, sehr cool. Den mag ich, den Trick. Was kann man denn noch machen? Finger hoch 180 habe ich auch Bock. Bar Finger oder Finger hoch Bar, ich weiß es nicht. Aber mit dem Cooping ist es schon so ein bisschen ungewohnt. Beim Fingerhook musst du vorher abspringen beim Cooping. Dann hast du richtig einfach nach hinten und dann macht dein Roller so einen Sack-Tap. Ach, das war komplett in die Eier. Nice. Okay, den Flair habe ich gemacht. Sehr nice. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ist verdammt laut. Wenn es euch gefallen hat, lasst euch leichter. Checkt auch eine kurze Update. Auch gerne Björn ab. Danke, dass ihr den Roller haben durfte. Wir sehen uns beim nächsten Video. Peace.